Ich habe eine Kammer frei, jawohl. Die beste, die ihr in ganz Braville finden werdet, wenn ich so sagen darf. 20 Goldstücke und sie gehört euch. Ist klar, in Braville. Wir sind in der Kaiserstadt, Kollege. Eine kluge Wahl. Das wird die erholsamste Nacht, die ihr je hattet. Die Kammer ist die Treppe hinunter. Nehmt die Türe links. Zieht mir trotzdem nur 10 ab. Stadtinsel. Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, wo die Unterkünfte sind. Herberge. Lagerraum, unmöglich. Ah, das sieht doch nach einem Schlafraum aus. Denke ich mir jedenfalls. Schnell speichern und eine Stunde pennen. Doch nicht? Ah! Privates Zimmer, okay. Passt doch nicht das? Einen Wunder. Ihr habt bereits eine Kammer. Nur die Treppe. Okay. Lebt wohl. Vielleicht ein bisschen länger pennen? Keine Ahnung. Aha! Eine unerwartete Reise. Ich bin aufgewacht und habe festgestellt, dass das aufgetriebene Floß irgendwie mit mir an Bord in See gestochen ist. Ich muss den Besitzer suchen und herausfinden, was passiert ist. Ich habe eine neue Nachricht vom Graufuchs. Ihr müsst ganz schön wichtig sein. Danke. Der Graufuchs bittet um ein Treffen. Begebt euch zu Gunred Hills Haus in Chardinal. Alles klar. Schatten mögen gut, dass er die Krone hat. Die wird er nämlich brauchen jetzt. Denn jetzt ist er mittendrin, als nur dabei. Scheiße. Oh nein. Na, ist egal. Hey, wer in ganz Oblivion seid ihr denn? Ihr seht nicht wie einer der Schwarzwasserräuber. Bin ich auch nicht. Eindringlinge sind genau mein Ding. Ich glaube, ich sollte euch nicht zusammen mit dem Rausschmeißer in den Lagerraum sperren, sondern eure Leiche über Bord werfen. Versuche es. Na komm. Feigling. Ich bin auf eurer Seite. Sorry. Na komm. Ernsthaft. Ich habe einen Dieb namens Lynch getötet. Anscheinend ist er Mitglied einer Gruppe, die sich Schwarzwasserräuber nennt. Sie müssen das aufgetriebene Floß gekapert haben und damit in See gestochen sein. Es scheint, dass Lynch den Türsteher des aufgetriebenen Floßes in einen Vorratsraum gesperrt hat. Ich sollte seine Leiche nach einem Schlüssel durchsuchen, mit dem ich die Türsteher befreien kann. Der hat sich schon selbst befreit. Oh, der Brustharnisch sieht so besonders aus. Lynchs Anweisung. Lagerraumschlüssel, 4 Gold. Das war jetzt nicht besonders berauschend. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich bin Graman Gromarat, Rausschmeißer und Steuermann des aufgetriebenen Floßes. Ich war seit Stunden in diesem Lagerraum eingesperrt. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Aber vor gar nicht langer Zeit hat eine Diebesbande, die sich selbst Schwarzwasserräuber nennt, das Schiff gestürmt. Sie nahmen Ormil, den Besitzer des Floßes, und mich selbst als Geisel und stachen in See. Ich habe keine Ahnung, hinter was sie her sind. Wenn ihr mich sicher auf das Oberdeck bringen könnt, kann ich das Floß heimsteuern. Aber ich rühre mich nicht von der Stelle, bis die Luft rein ist. Ist gut. Ich bin es gewohnt, mich mit betrunkenen Rüpeln abzugeben, nicht aber mit einer Bande stark bewaffneter Deswegen Diebe. Hast du auch die Kollegen umgehauen. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Nö, werde ich nicht. Immerhin sind wir Profis. Die hauen wir weg. Wie man an dem einen... Ich habe mich jetzt gerade auch gar nicht erschrocken. Nee, alles gut. Sag mal.
Ups. Hat sich jetzt irgendwie Oblivion von Anno inspirieren lassen oder was? Boah. Sag mal. Privates Zimmer. Kann nicht geöffnet werden. Warum ist das Zimmer privat? Das geht nicht. Wieso ist das Zimmer privat? Das kann nicht angehen. Gut, okay, das Schiff ist also gekapert worden. Lynch, eure Anweisungen lauten euch, um zum untersten Deck des Schiffs zu begeben und alle Räume dort zu sichern. Seht zu, dass ihr dabei Minx nicht stört. Sie soll in Ruhe ihre Aufgabe erledigen. Denkt daran, dass das Schiff versenkt... Was? Nachdem das Schiff versenkt ist, treffen wir uns in 3 Tagen im Bravier wieder. Achtet darauf, diesen Zettel zu vernichten, nachdem ihr euch den Inhalt eingeprägt habt. S. Aha. S. Verstehe. Da ist der Nächste. Heda, wo wollt ihr denn hin? Selene wird das nicht gefallen. Ich wollte nicht gestört werden. Mhm. Lynk hat euch hierher geschickt? Wieso? Solltet ihr mit Selene sprechen? Ihr lügt. Lynk hatte spezielle Anweisungen, mich nicht zu stören. Weil ihr von Unterdeck kommt, müsst ihr an Lynk vorbeigekommen sein. Ich sage euch, an mir kommt ihr nicht vorbei. Versuche es. Na komm. Deine Ebenerzklinge wird mir gehören. Wenn auch nur kurz. Hallo. Ich habe einen zweiten Dieb getötet. Eine Dunkelelfe namens Minx. Warum heißt sie Wildfang? Also irgendwie ist das komisch. Es scheint, dass diese Diebe sich merkwürdiger verschlüsselter Namen bedienten. Das einzig Brauchbare, das ich herausgefunden habe, ist, dass sie von jemandem namens Celine angeführt werden. Ich sollte ihre Habseligkeit nach irgendwas Brauchbarem durchsuchen, mir anschließend einen Weg zum Topdeck bahnen und das Steuerruder für Graman sichern. Oberdeckschlüssel. Sauber! Du bist ja auch geil, echt. Warum ist da unten privater Bereich? Was soll das? Und die Lederrüstung ist keine normale Lederrüstung, so wie mir das scheint. Weil, was tut ihr hier oben? Sie haben die goldene Galeone schon gefunden? Nur über meine Leiche. Das lässt sich einrichten. Ich schicke euch. Stirb. Stirb, du Landratte. So. Danke. Ich habe noch einen Dieb getötet, diesmal einen großen Nord namens Zorn. Er hatte das Steuerruder bewacht. Er erwähnte, dass sie das aufgetriebene Floß gekapert hätten, um etwas zu beschaffen, das er Goldene Galeone nannte. Ich sollte jetzt Graman holen und ihnen sagen, dass der Weg zum Steuerruder frei ist. Das ging schnell. Ehrlich gesagt. Das war jetzt nicht besonders schwer. Sieht so aus, als wäre die Luft rein. Dann gehe ich also hoch zum Steuerrad. Aber ich bewege diesen Koloss keinen Zoll, bis Ormil in Sicherheit ist. Gut. Seid vorsichtig. Ihr Anführer klingt gefährlich. Mhm. Mit Sicherheit ist er es auch. Aber erstmal durchsuchen wir die anderen Teile des Schiffes. Es kann immer noch sein, dass sich hier jemand rumtreibt. Nö. Hier ist keiner. Arre, ich bin ein Pirat. Was? Hat er nicht gesagt, doch? Hat er. Wie seid ihr hier hereingekommen? Mit dem Schlüssel. Schweig still und lass Ormil frei. Ha, das werden die letzten Worte sein, die über eure Lippen kommen. So? Aber lächelt mich an. Interessant. Ich habe beschlossen, Celine zu töten. Jetzt, da sie tot ist, sollte ich mit Ormil sprechen. Schwarzwasserklinge. Danke. Und ausziehen tue ich dich auch noch danach.
du meine Güte. Diese entsetzliche Frau hat mich andauernd bedroht. Sie sagte, dass sie mich den Schlachtfischen zum Fraß vorwirft, wenn ich die Beute nicht herausgebe. Mhm. Schade, dass sie sich nicht ergeben wollte. So eine Verschwendung eines so jungen Lebens. Tja. Ich fürchte, das alles ist meine Schuld. Sie haben die Herberge zum aufgetriebenen Floß nur meinetwegen überfallen. Die Geschäfte gingen in letzter Zeit nicht so gut, also habe ich eine Geschichte erfunden. Ich habe etwas von einer goldenen Galeone erzählt, die der vorige Besitzer genau in diesem Schiff versteckt hätte. Angeblich eine Statuette aus purem Gold. Damals dachte ich wirklich, dass das eine schlaue Idee wäre. Ich glaubte, dass diese Erzählung mehr Neugierige und Abenteurer anlocken würde, die nach dem Schatz suchen wollen. Was kann es schon schaden, wenn Sie ein oder zwei Gläser heben, wo Sie schon einmal da sind? Meine Geschäfte gehen viel besser, seit ich diese Geschichte verbreite. Naja, offensichtlich habe ich mich geirrt. Das war eine entsetzliche Idee. Ich bin nur froh, dass keine Unschuldigen verletzt wurden. Ich wäre nicht mehr glücklich geworden, wenn Ihr Blut an meinen Händen geklebt hätte. Verzeihung, dass ich so viel schwafele. Geht jetzt besser unter Deck und ruht euch aus, bis wir sicher an den Docks der Kaiserstadt anlegen. Ich freue mich, dass ihr an Bord wart und mir helfen konntet, sie loszuwerden. Wenn ihr nicht da gewesen wärt, ich mag gar nicht daran denken. Ja. Ich werde sie und ihre Leute übergeben, sobald wir in der Kaiserstadt ankommen. Macht euch keine Gedanken darüber, mein Freund. Bitte, ruht euch ein wenig aus. Tja, haben wir die Quest jetzt auch mal eben erledigt. Ich schlafe jetzt nochmal weitere 9 Stunden, dann sollten wir durch sein. Und dann werde ich bis auf eine Lederrüstung alle verkaufen. Die kommt dann in den Eiszackturm, zusammen mit der Klinge. Und dann werden wir die letzte Diebesgilde machen. Die letzte Quest. Ich denke mal, dass das die letzte ist. Das aufgetriebene Floß ist wieder in die Kaiserstadt zurückgekehrt. Ich sollte mit Ormir sprechen, bevor ich von Bord gehe. Wie er jetzt einfach da stehen bleibt. Ihr seid wach? Gut. Ich wollte euch nicht stören. Ihr fragt euch wohl, was ich mit Selene gemacht habe. Die Gesetzeshüter in der Kaiserstadt brachten sie von Bord, kaum dass wir an den Docks angelegt hatten. Ich erfuhr außerdem, dass eine Belohnung auf ihre Ergreifung ausgesetzt war. Bitteschön. Gebt nicht alles auf einmal aus. Es sei denn, ihr wollt es hier ausgeben. 450 Gold. Sie war eine haltlose Frau und ich bin froh, dass sie weg ist. Was für eine Verschwendung. Ja, das Floß ist ein ganz schöner Pott, nicht wahr? Das einzige schwimmende Wirtshaus in ganz Cyrodiil. Ich habe es vor etwa 10 Jahren gekauft, als es ausgemustert wurde. Ich habe es völlig ausräumen müssen, um Platz zu schaffen, aber es ist noch seetüchtig. Die ganze Ausstattung wurde an Bord gebaut, weil sie zum Transportieren zu groß war. Ich habe keine Kosten gescheut. Nicht schlecht. Gehabt euch wohl. Ja, dann haben wir die Quest jetzt auch mal gemacht. Also wir haben jetzt schon einige Quests geschafft tatsächlich und wir sind wieder in der Kaiserstadt. Klar, es ist jetzt natürlich... Was? Stiefel von Jack Springfers. Also sind wir noch nicht durch, okay. Ich hätte gedacht, wir wären durch. Aber anscheinend kommt da doch noch ein paar Quests, bevor wir die letzte Quest kriegen. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet. Die Klingen kannst du gerne haben. Lederrüstung. Eine davon. Die sehen nämlich so speziell hervorgehoben aus. So komisch hervorgehoben. Das klingt... Das ist zwar nichts wert, aber egal. Lünns Anweisung, genau, und der Reparatur haben wir. Das klingt so. Wandelt als Tja, Pirat geworden, eine Piratenbande ausgeräuchert. Was will man mehr? Wir haben die Dunbarrow-Bucht unter Kontrolle. Die Untoten da beseitigt. Wir haben den Maler gerettet. Und wir haben einen ungerechten Mord oder zwei ungerechte Morde aufgeklärt.
Was will man mehr? Es läuft bei uns, würde ich mal sagen. Unsere Kobolde schweben auch weiterhin vor sich hin. Da. Ich muss jetzt gerade kurz mal gucken. Vorhin hat er nämlich bei Order City so ein bisschen gescheiße. Das war falsch. Hat er nämlich bei Order City rumgescrollt. Da kommt der Harnisch rein. Da ist der Helm. Hier kommen die Stiefel rein. So. Alchemistische Zutaten. So. Die Fackel kommt hier mit rein. Lünns Anweisungen kommen da oben rein. Die kann ich nicht rausnehmen. Hallo mal wieder, Muzera. Woher kommt ihr? Das ist unge... Setzt euch, bitte. Kommt, wir müssen vieles bereden. Ich habe im Laufe der Arbeit mit Savillas Stein erkannt, dass ich einen weiteren besonderen Gegenstand benötige, um meine Pläne voranzubringen. Ich benötige die Stiefel von Jack Sprungferse. Er war ein berühmter Dieb, der vor ungefähr 300 Jahren starb. Die Legende besagt, dass er in seinen Stiefeln begraben wurde. Findet heraus, wo Jack Sprungferse begraben ist und bringt mir seine Stiefel. Würdet ihr das für mich erledigen? Ich zahle gut. Prima, der Graf von Imbel ist der einzige Nachkömmling seiner Linie, den ich ausfindig machen konnte. Sein Name ist Jakben und er lebt irgendwo in der Kaiserstadt. Es könnte einen Hinweis im Haus des Grafen geben. Schatten mögen euch verbergen. Ja, Freunde, wollt ihr raten, was passiert ist? Nein? Ich sag's euch. Das Mikrofon hat sich stumm geschaltet. Ja, das passiert. Und ich hoffe, man kann jetzt nicht das Discord-Ding sehen. Ja, ich habe mein Discord noch offen, aber ich werde es bestimmt jetzt nicht anzeigen lassen. Okay, Freunde, der Graufuchs hat uns einen Auftrag gegeben. Oh Gott, was ist denn hier los? Fangen wir mal am Marktbezirk an. Wir müssen Hinweise finden, wo Jack seine Stiefel hat. Wie geht es euch? Grüße. Gibt es Neues? Ich möchte... Ich kann euch weiterhelfen. Der Graf von Imbel hat ein Haus im Talosplatzviertel an der inneren Mauer. Er ist ein komischer Kauz, bleibt meist für sich allein, verlässt nur im Dunkeln das Haus, eine richtige Nachteule. Verstehe. Möge Anu euch sehen. Sucht man Deal. Der kommt immer. Was? Ja, was? Ich gehe jetzt einfach mal zu Fuß, so schnell wie Aurelia ist. Sollte das nicht das Problem sein. Ist jetzt halt blöd, dass mittendrin jetzt so ein kleiner Schnitt drin ist, aber das werde ich schon berücksichtigen, keine Sorge, das kenne ich ja schon von Oblivion. Das ist mein geringstes Problem, Freunde. Das kriegen wir schon hin.
Wie gesagt, in meinen 5,5 Jahren, in denen ich jetzt Let's Plays mache, das ist nichts Neues mehr mittlerweile. Wie ist das Wert? Danke, alles gut soweit. Außer, dass mein Magen dauernd knurrt. Obwohl ich eigentlich so gar keinen Hunger habe. Also ich habe jetzt nicht wirklich das Bedürfnis, was zu essen. Aber ich bin doof. Ich hätte eigentlich die Pause nutzen können. Aber naja, gut, ist egal. Lassen wir es gut sein. Ah ja, der Magier im Ruhestand. Ich meine nämlich, das war der Magier im Ruhestand. Sieht mich keiner? Es sieht mich keiner. Lalalala. Stimmt, wir haben hier den Skelettschlüssel. Da ist es ja scheißegal, wie oft der Dietrich droht abzubrechen. Der bricht ja nicht mehr ab. Dieb, Hilfe! Bin kein Dieb. Habe ich ein Kopfgeld? Nö. Null. Bitte verschont mich. Was wollt ihr? Information. Der Herr ist nicht zu Hause. Er ist heute Nacht in der Stadt unterwegs. Auf der Suche nach seinem Abendessen. Eindringling, wenn euch euer Leben lieb ist, dann geht, bevor er zurückkehrt. Okay. Lebt wohl. Habe ich jetzt ein Kopfgeld am Hals? Nö, null. Von Gott über Kane zu null. Ihr seht mich nicht, ihr Narren. Ihr könnt mich nicht sehen. Nee, ist klar. Alter, kannst du dich mal verdünnisieren? Gut, du willst es auf die harte Tour? Nein. Ich würde ihn gerne... Wo ist es denn? Kräften? Nein, wo ist es denn? Kennt ihr das auch? Ihr sucht einen bestimmten Zauber und dann findet ihr ihn nicht unter den vielen Zaubern, die ihr hier habt? Das Phänomen habe ich gerade. Flucht nochmal. Ich habe doch hier einen Zauber... Zauberung, dann nehme ich die Fähigkeit. Die haben wir sowieso noch gar nicht eingesetzt. Dieb, Hilfe. Er lässt mich trotzdem nicht in Ruhe. Seufz. Okay, dann laden wir. Dann muss ich wohl ein bisschen in die Nacht warten, bis er pennt. Okay, dann warten wir. Okay, vor allen Dingen, okay, Mikro läuft noch. Superb. Siehst du, schon ist er nicht da. Passt doch. Es geht doch. Wenn wir schon mal hier sind. Mist. Ja, es geht mir gut. Danke der Nachfrage. Ah, die Tür ist sogar offen. So ein schön voller Raum. Gleich nicht mehr. Auch wenn es so billiger Fusel ist, das ist mir egal. Ich nehme es trotzdem mit. Die Menge bringt auch Kohle. So. Ich bin ja immer noch ein Dieb. Und solange wir noch ein Dieb sind, können wir das noch machen. Später nicht mehr, wenn wir rechtschaffend sind. Und der reiche Pöbel braucht sowieso kein Silberbesteck. Ja, ich habe der reiche Pöbel gesagt.
Das wird im Namen von Kane beschlagnahmt. Wieso komme ich da oben nicht ran? Danke. Ach komm, nimm die Kohle mit, scheiß drauf. Ist doch egal. Okay, das Regal ist leergeräumt. Oh weia. So, dass die Bedienstetenräume oder was? Oh, schauen wir uns mal um. Wenn wir schon mal dabei sind. Ach, guck mal an. Ich sehe hier schon mal Silber. Goldring. Silberglas. Perfekt. Irgendwelche wertvollen Bücher hier. Nö. Nur das übliche Zeug. Nichts Besonderes. Schade. Na gut. Gucken wir in den nächsten Raum. Ja, das sieht schon ergiebiger aus. Guck mal, wen wir da haben. Unseren speziellen Freund. Ich will an seinen kleinen Schrank da oben ran. Ha, schon besser. Huch. Süße Träume. Ich weiß, Lars. Ja, was denn? Hier sind seine Privatgemächer. So, so, der Herr pennt also unter dem Dach. Ob das so eine gute Idee ist, vor allem jetzt bei der Hitze, ich weiß ja nicht. Wow. Ist ein bisschen staubig hier, ne? Ups. Okay, der Kollege hat eindeutig was zu verbergen. Alter, wie staubig das Zimmer einfach mal ist. Goldamulett, Ring der Stürme. Den werde ich nachher auf jeden Fall zurückkaufen. Das klingt nämlich interessant. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht. Stammbaum vom Imbel. Ich habe ein Buch mit dem Stammbaum der Imbel-Familie gefunden. Keine Erwähnung der Begräbnisstätte von Jack Springfers. Vielleicht kann mir der Graf mit etwas freundlicher Überredung mehr sagen. Ich soll jetzt mit dem reden? Okay. Ein Eindringling. Hilfe! Tut mir nicht weh. Was wünscht ihr? Ich tue alles, was ihr sagt. Nehmt alles, aber verschont mich. Die Familiengruft liegt unter dem Haus. Sie jagt mir kalte Schauer den Rücken hinunter. Ich habe den Schlüssel. Nehmt es. Aber tut mir bitte nichts. Deswegen ist sein Quartier staubig. Ich lebe noch. Eigentlich dürftest du gar nicht mehr leben. Er ist nämlich ein Vampir. Er ist ein Vampirismus-Erkrankter. Kein Kopfgeld. Das heißt, selbst wenn man uns erwischen würde, wir könnten ihn verpfeifen. Er ist, wie gesagt, ein Vampir.
Vielleicht sogar der Vampir. Na, obwohl, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, den haben wir ja getötet, Eridur. Ziemlich am Anfang sogar noch. Was? Irgendjemand sieht mich.